Die erste Frage, Michael, wäre meinerseits an dich. Im Zuge dieser Prozesse, die du uns beschrieben hast, was hältst du eigentlich von Kunstvermittlung? Die Kunstvermittlungsabteilungen in Museen wachsen quasi jährlich. Das sind Riesenabteilungen mittlerweile, also auch nicht nur im Kunstbetrieb, auch im Theaterbetrieb. Was glaubst du, nehmen die eigentlich für eine Position ein, die Kunstvermittler in diesem Prozess des Kunstausstellens? Ist das förderlich? Führt das noch mehr zu Irritationen und noch größerem Durcheinander? Wie geht es dem Kunstwissenschaftler, wenn er an Kunstvermittlung denkt? Da geht es mir eigentlich gut. Also ich bin froh, dass die im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal so großzügig, dass endlich auch erkannt wird, wie wichtig das ist. Mhm. Also die angelsächsischen Länder waren da viel früher, viel weiter. Die haben auch viel früher sozusagen versucht, auch also alle Medien, alle Möglichkeiten des Vermittelns zu nutzen. Ich verstehe mich selber ja auch als Kunstvermittler. Im Grunde bin ich auch ein Kunstvermittler. Also was ich jetzt heute gemacht habe, ist im Grunde auch Kunstvermittlung. Ne? Indem es darum geht, eben genau diese formativen Kräfte zu verdeutlichen. Und die Kunst ist natürlich unglaublich schwierig geworden. Die Kunst hat auf der einen Seite diesen Charme, unmittelbar wahrnehmbar zu sein. Ne? Also wir können im Museum spazieren gehen. Wir sehen da tolle Sachen, vielleicht sehen wir auch gar nicht tolle Sachen, aber wie auch immer, wir werden direkt von unseren Sinnen angesprochen. Auf der anderen Seite sind Kunstwerke wahnsinnig kompliziert, weil sie so kontextuell sind, weil man die Diskurse kennen muss, was man mit Intertextualität meint, weil sie sich auf andere Sachen beziehen. Ich versuchte das mit meinen Bildereien ja dann auch so ein bisschen anzudeuten oder so. Und die Folge eines solchen Denkens, wie ich das mit Wittgenstein referiert habe, ist ja, dass mehr über eine Sache wissen uns auch erlaubt, mehr zu sehen. Also wenn ich etwas von Minimal Art weiß, sehe ich den Beuys anders, als wenn ich nichts von Minimal Art weiß. Und ich würde sagen, es ist ein Vorteil, wenn ich etwas von Minimal Art weiß, damit ich den Beuys auch in dieser Hinsicht sehen kann. Es ist aber auch interessant, wenn ich etwas von der deutschen Romantik kenne und dann Beuys irgendwie sehe, wie hier im Grunde im Museum so eine Naturmystik auffährt. Also insofern, und das sind Dinge, die brauchen Vermittlung, das erschließt sich nicht, die Kunst ist nicht einfach evident, ne? Das ist ein Irrtum. Ne? Also, aber ich frage mal provokanter, jetzt nach deinem Vortrag, wo ich dann schon das Gefühl habe, dass auch das Ausstellen eine Kunstform ist oder die Kunst sozusagen ins rechte Bild setzen, dazu schon sehr viel Fähigkeiten gehören und ja, vielleicht wirklich eine eigenständige Kunstform ist oder werden kann, braucht es dann, wenn eine Ausstellung funktioniert, überhaupt diese Vermittlung? Ist der Betrachter nicht mündig genug, diese Dinge, auch wenn er die Kontexte nicht mitdenkt, erkennen zu können? Weil ich bin manchmal sehr irritiert, dass es dann noch eine pädagogische Heranführung braucht oder pädagogische Brücken. Das sind ja alles Vehikel, die vielleicht dem Betrachter auch die Ruhe nehmen in der Betrachtung des Kunstwerkes. Ja, ich meine, all diese Dinge entscheiden sich natürlich von Fall zu Fall. Mhm. Ich würde sagen, grundsätzlich sind Kunstwerke insofern, das habe ich ja auch ausgeführt, insofern als sie Angebote an unser Verstehen sind, ist eben das Betrachten von Kunstwerken ein Akt des Verstehens. Und da brauchen wir viel Hilfe. Ne? Man kann das natürlich durch Erfahrung schon auch zum guten Teil selber machen. Ich selber nehme eigentlich nie ein Führungsangebot wahr. Ich erlaube mir selber, da durchzugehen. Mhm. Aber nun ist nicht jeder Kunstgeschichtsprofessor. So. Also ich finde das extrem legitim, aber ich hoffe natürlich, dass die Kunstvermittlung dann so ein bisschen in so eine Richtung ginge, wie ich es angedeutet habe, dass sie nämlich im Grunde eine Schule des Sehens ist. Mhm. Ne? Dass wir sozusagen auf die Spezifik gelenkt werden, wie Kunstwerke einen Sinn entwickeln. Und dass der Sinn, der entwickelt wird, ein kunstspezifischer Sinn wird, der auch an die Spezifik des Kunstwerkes zurückgebunden bleibt. Mhm. Ne? Wenn es dann am Ende so aussieht, es wäre die Ausstellung, ich laufe über die Dokumente oder irgend so etwas, ein Bildungsangebot in Sachen Politik oder Gesellschaftskunde, dann ist irgendwas schiefgegangen. Mhm. Aber das ist für mich kein Argument für oder gegen Kunstvermittlung, sondern nur
für oder gegen ein bestimmtes Selbstverständnis. Und ich hoffe natürlich, dass, wenn ich hier den Formbegriff, diesen so ein bisschen im Moment, so ein bisschen wieder angestaubt verstanden, Formbegriff wieder so nach vorne schieben wollte, dass auch Kunstvermittlung sich dieser Formen bewusst wird, dieser genuin künstlerischen Formen, die in die Differenz ausmachen zwischen Kunstwerken und allem anderen, was es in der Welt zu sehen, zu lesen, zu erfahren gibt, und das in eine Ausstellung gehen, in nicht Tagesschau gucken lässt. Also indem man den Betrachter sozusagen wissender werden lässt, kann man zusätzliche Räume innerhalb der Betrachtung, also geistige Räume für den Zuschauer oder Betrachter erobern durch geschickte Vermittlung. Das glaube ich schon, ja. Ja? Was meinst du, wenn du jetzt die modernen Zeitgeistdiskussionen verfolgst? Ja, du hast es ja vorhin angedeutet, wo zum Beispiel das Geschlecht eine Wahnsinnsrolle spielt, ja, bei der Produktion von Kunstwerken und wahrscheinlich auch der Darstellung oder Ausstellung von Kunstwerken. Wo siehst du zukünftige Entwicklungen? Wie sind Ausstellungen in 50 Jahren? Werden die immer mehr zu Freizeitparks, Erlebnisparcours für den Betrachter, oder gibt es wieder mehr ein Fokussieren auf das Werk, in dem das Werk eigenständig gehalten wird? Also was hast du so aus deiner Praxis und deiner Erfahrung, was denkst du, werden Ausstellungskonzepte in 50 Jahren sein? Oh, also zum Glück bin ich Historiker und nicht Prognostiker. Okay. Ich gucke irgendwie jetzt mal ein bisschen vor, ne? Gern zurück. Natürlich ist das, deswegen habe ich ja ganz gerne diesen Vortrag als dieses Couple oder diese zwei Seiten einer Medaille genommen. Das Kunstausstellen ist natürlich der Schritt nach dem Kunstmachen. Und die Frage, wie Kunstausstellungen in der Zukunft aussehen, ist natürlich indirekt oder sehr direkt dann plötzlich auch eine Frage danach, wie wir uns die Kunst in 50 Jahren vorstellen. Und da gibt es natürlich nicht nur eine gewisse Politisierung des ganzen Geschäftes, eine Politisierung des Diskurses insgesamt, sondern es gibt natürlich auch eine ganz manifeste Medialisierung des Kunstmachens. Ne? Also in viele Ateliers kommen wir rein und es riecht nicht nach Farbe oder irgendetwas, sondern es steht halt ein Computer auf dem Tisch. Ne? Und die Frage stellt sich da sehr schnell, wie stelle ich das eigentlich aus? Oder überhaupt auch, seit Caprow und Jackson Pollock dem Ende des klassischen Bildes und der Übergang in sozusagen die raumbezogene Kunst und dann auch die zeitbasierte Kunst, die performative Kunst und so weiter und so fort, das sind alles extreme Herausforderungen ans Ausstellen, weil ja gar nicht mehr ganz klar ist, wie stellen wir uns einen Betrachter vor? Das haben Leute schon ausgerechnet, dass wenn man die Dokumente sehen möchte und jede Videoarbeit, die da gezeigt wird, in voller Länge sehen möchte, dass man etwa 3 Monate auf der Ausstellung verbringen müsste. Das ist gar nicht mehr Nein, und dann gibt es noch diese Vortragsprogramme und so weiter und so fort. Nice diskursiv. Ne? Über alle machen nice diskursiv. Ne? Also wenn man das auch noch alles mitnehmen kann. Also ist im Grunde der imaginäre Betrachter ist in eine völlig fiktionale Figur geworden. Und das sind natürlich Tendenzen, die zunehmen. Also das sind noch zwei unterschiedliche Fragen. Das eine ist, so hast du jetzt erstmal gefragt, was machen wir mit dieser Politisierung? Da schaue ich ein bisschen mit Sorge, weil da natürlich sehr viel im Grunde werkexterne Faktoren plötzlich eine Rolle spielen. Also sozusagen, ich würde eigentlich gern diese und diese Arbeiten ausstellen, aber da habe ich ja nicht den richtigen Mix von Race und Gender. Also tausche ich ein paar Positionen aus. Das ist bei mir in der Wissenschaft genauso. Ich würde gerne zum Beispiel mit diesen 4 Leuten arbeiten in meinem Forschungsprojekt. Was mache ich jetzt, wenn 3 davon Männer sind? So. Geht nicht, muss ich austauschen oder so. Und die Frage ist ganz schwierig zu beantworten, ob das gut ist, dass ich austausche oder nicht gut ist. Je nachdem. Politisch vielleicht gut, vielleicht wissenschaftlich schlecht. Vielleicht geht beides zusammen und so weiter. Also das ist die eine Seite der Frage. Und die andere Seite der Frage ist eben die, wenn Kunst weiterhin in die Richtung sich entwickelt, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat, wird das Ausstellen, darüber habe ich jetzt heute gar nicht mehr explizit gesprochen, noch von der anderen Seite sehr, sehr schwierig, weil wir einfach mit diesem Zeitbasierten sozusagen jedes Korsett der Wahrnehmbarkeit sprengen. Also ich habe manchmal auch aus der Praxis von Nice heraus das Gefühl, dass diese Prozesshaftigkeit, das hast du ja angedeutet, das Kunstproduzieren, ja, auch ein Teil sozusagen des ausgestellten Werkes ist. Ja? Und
wenn man jetzt diese Social-Media-Geschichten verfolgt, jeder ist ein Künstler auf Instagram, habe ich manchmal das Gefühl, dass schon alleine das Künstlerleben als solches, also ich in meiner Daseinsform, wäre ich denn Künstlerin, mich eigentlich ausstellen möchte, ja? Und gar nicht mehr das Werk als Vehikel brauche, sondern ich als Person in meinem Dasein, in meinem anders gearteten Lebensmodell bin eigentlich schon ein Kunstwerk und hebe mich ab von den anderen. Also es könnten auch solche Prozesse ja zunehmend mehr in Gang kommen, im Verhältnis jetzt zu der Praxis, die wir augenblicklich noch haben. Ja? Mhm. Und vielleicht spielen deswegen auch diese geschlechterspezifischen Dinge zunehmend mehr eine Rolle, weil es mehr um vielleicht individuelle Lebensführung geht und die Ergebnisse meiner Lebensführung. Ja? Wo führt es mich hin? Also kleines Beispiel, das Essen, was wir in Nice offerieren den Künstlern, da ist viel wichtiger, dass es nachhaltig hier angebaut wird, wo es hier produziert wird, als bedient es jetzt bestimmte Geschmäcker. Ne? Also es gibt so Erweiterungen an Stellen, die man vorher, glaube ich, vor 30, 40 Jahren nicht vermutet hat. Mhm. Ne? Aber das finde ich sehr spannende Entwicklung. Ne? Also als ich dir jetzt so zugehört habe, musste ich gerade an meine Tochter denken, die ist jetzt 16 Jahre alt, vor ein paar Tagen, also kurz bevor ich hier hochfuhr, sagte, also mein Leben ist schon wirklich anstrengend. Weil ich muss ja nicht nur irgendwie erwachsen werden, sondern ich muss ja immer auch noch mein Medienabbild pflegen. Ne? Mhm. Und das ist, eine 16-Jährige sagt das, ne? So, also wie viel Zeit sie braucht, um sozusagen ihr mediales Double zu generieren und es zu pflegen. Ne? Wie man so von der Pflege einer Website spricht, muss man jetzt eben seine mediale Persona pflegen. Ne? Und viel von dieser Kunst, würde ich sagen, braucht wie dieses Zwischenglied. Es ist nicht einfach sozusagen, dass eine Künstlerin oder ein Künstler, der jetzt sozusagen mehr über seinen Instagram-Kanal kommuniziert oder so, jetzt nun einfach Kunst mit Leben gleichsetzt. Ne? Diese alte Form der klassischen Avantgarde, wie kriegen wir Kunst und Leben wieder zusammen? Sondern es ist im Grunde Bilder über Bilder. Es ist sozusagen eine künstlerische Auseinandersetzung mit dieser Generierung von Bildern des eigenen Selbst. Und das wird dann sozusagen nochmal bildhaft reflektiert. Mhm. Und das finde ich sozusagen, also da habe ich gar nicht so viel Mühe, von da die Brücke zurückzuschlagen zu irgendeinem Van Gogh. Ne? Mhm. Weil sozusagen das sind, als Van Gogh diese Brücke so gemalt hat, hat er eigentlich an japanische Farbholzschnitte gedacht. Das ist nicht eigentlich ein Bild über die Provence, sondern es ist eigentlich ein Bild über Japan. Mhm. Und also die Kunst war immer schon nicht einfach nur 1:1 abbilden. Hier ich, da die Welt, sondern dazwischen die ganzen Filter von dem, was uns mitprägt. Und heute haben wir das unter diesen medialen beschleunigten Verhältnissen anders, aber doch wieder vergleichbar. Mhm. Und da beobachte ich sehr viel, sehr interessante Sachen. Was wiederum natürlich heißt, wenn man das nun formativ zu Ende denkt, muss man ja auch sozusagen immer das Kunstwerk und die Inhalte, also Form und Inhalt sozusagen parallel führen. Na, also Cézanne hat schon davon gesprochen, seine Kunst sollte eine Parallele zur Natur sein. Mhm. So wie die Kunst erscheinungshaft ist, ist seine Malerei erscheinungshaft. Wenn man jetzt Kunst über Instagram macht, dann macht man das am besten auf Instagram. Dann haben wir die Frage des Ausstellens von neuem. Wie stellt man das dann aus? Mhm. Ne? Weil da ist ja die Kommunikation schon drin. Also wir sehen, wir sind an diesem, also wenn man das Problem, ich muss vielleicht noch drei Vorträge halten, das Problem dividiert sich in Unterprobleme auf. Ja, und wir sind natürlich, also vielleicht mag Christoph auch noch etwas dazu sagen, damit tagtäglich konfrontiert. Also es gibt sozusagen zur gezeigten Ausstellung Diskurse der Künstlerinnen auf Social Media, also auf Instagram, die wir auch teilweise gar nicht wieder zurückgeführt kriegen in die Ausstellungsvermittlung. Und gleichzeitig kämpfen wir aber immer darum, dass die Künstlerinnen auch noch anwesend sind, parallel zu ihrer gezeigten Ausstellung. Mhm. Und wenn ja, in welcher Form? Genügen da klassische Künstlergespräche? Führen, bringen die überhaupt weiter? Ja? Mhm. Es wäre es viel spannender, Videos zu bekommen. Wie lebt jetzt gerade Marie oder Emilia? Was beschäftigt sie augenblicklich? Entstehen dann unter Umständen viel interessantere Rückführungen aufs gezeigte Werk?
Also wir sind damit sehr stark im Betrieb konfrontiert. Ja? Mhm. Deswegen interessieren uns diese Prozesse, ja? Und überhaupt in dem Prozess des Kunstproduzierens. Welche Schnittstelle ist da Ausstellung für Kunst, die auch noch gar nicht wahrgenommen wird in einem Kunstbetrieb? Ja? Wie wesentlich ist es dann? Also nur als Zusatz, wir kämpfen auch permanent darum, sollen die Künstler, die bei uns im Haus produzieren und hier eher den Rückzugsort suchen, gleichzeitig trotzdem die Möglichkeit bekommen, auszustellen, weil es den Prozess des Produzierens befördert, weil ein Dialog entsteht. Ja? Mhm. Also wir sind da schon sehr dicht dran im Alltag an diesen Prozessen, ja? Die wir natürlich versuchen zu gestalten und zu optimieren. Mhm. Ja? Mhm. Wo es wahrscheinlich keine Patentformel gibt, mhm. Ne? Mhm. Sondern eine Entscheidung von Fall zu Fall. Es gibt, mhm. Es gibt diejenigen, die sich gerne zeigen und diejenigen, die sich lieber hinter das Werk zurückstellen. Es gibt diejenigen, die sich gern medial äußern, direkt. Ich würde trotzdem sagen, dass die Kunst immer noch, und vielleicht nochmal diesen Satz von Harald mhm. Seemann, ich habe ihn am Freitag schon, glaube ich, zitiert, dass Seemann sagt, in unserer durchverwalteten und in unserer arbeitsteiligen Welt ist die Künstlerpersönlichkeit die letzte Instanz, die es nochmal ganz alleine versucht. Mhm. Und das entdecke ich sogar in einer Kunst mhm. über das mediale Selbstinszenieren auf Instagram. Mhm. Das ist jemand, der sozusagen sich noch einmal ganz alleine sozusagen dieser Irrenwelt der Social Media aussetzt und daraus eine sinnhafte Positionsbeziehung, Positionsbezug zu entwickeln versucht. Mhm. Und in dem Moment, wo da immer noch Autorschaft wesentlich ist, mhm. selbst in unserer Gegenwart, wo sozusagen Autorschaft anrüchig wird, mhm. wir sozusagen mhm. nur noch in Schwarmintelligenzen und Kollektiven zu denken versuchen, mhm. ja, ist das Kunstwerk irgendeiner Instanz, da steht immer noch, die Autorin oder der Autor dieses Werks heißt X, hat diese Biografie und hat dieses Werk gemacht. Und ich finde, da kann man die Sache schon auch ein bisschen ziehen und sagen, okay, dann will ich es aber auch von dir wissen. Mhm. So, also dann stell dich doch mal neben die Arbeit und sag uns was mhm. dazu. Bis hin finde ich ja zum Ausstellen dann auch der Arbeit. Also ich habe manchmal, sage ich jetzt mal ein bisschen provozierend, als jemand, der neu einsteigt, auch in diesen Kundenbetrieb, das Gefühl, dass das Kuratieren auch Dinge verhindert, ne? Dass es Künstlern etwas abnimmt, ja? Dass es vielleicht manchmal, gerade auch in unserer Gruppenausstellung, gar nicht uninteressant wäre, die Künstlerinnen im tagelangen Ringen miteinander die beste Position für ihre Arbeiten zu finden. Ja? Also diese Arbeitsteilung, die starke, die es gerade gibt im Kunstbetrieb. Ja? Hier der Künstler, der Kurator, da der Kunstbetrieb, da die Kunstvermittlung. Ich weiß nicht, ob das so befördernd ist für den eigentlichen Prozess. Ja, ja doch, ich glaube schon. Ja? Also deswegen habe ich halt versucht, diese Prozesse mhm. aufeinander bezogen, ne? Aber als doch unterschiedlich. Natürlich kann man, Christoph, du sprichst immer so davon, dass du manchmal nicht weißt, welchen Hut du gerade aufhast. Natürlich kann man als Künstler den Hut wechseln und sagen, jetzt stelle ich aus. Es gibt ja auch Artist-Run Galleries und so weiter mhm. und so fort. Ne? Es gibt mhm. Produzentengalerien, es gibt KünstlerInnen, die als Kuratoren, ne? Damien Hirst, diese Superstar mhm. der Kunstszene, hat eigentlich sozusagen erstmal sehr berühmt geworden als Ausstellungsmacher, mhm. weil er hat die Young British Art erfunden, gewissermaßen. Ne? So, also er hat ein Label erfunden, ne? Eine klassische kuratorische Findigkeit, wie Germano Celante Arte Povera erfunden hat. Mhm. Ne? Oder mhm. so kann man Künstler, also Pierre Essany hat eine Nouveau Realisme erfunden oder so. Also man kann als Kurator schöpferisch sein, indem man einer ganzen Reihe von Künstlern, die vielleicht sehr unterschiedlich sind, eine Art Prägung gibt. Mhm. Oder so. Das hat Damien Hirst als Künstler das geschafft. Ne? Aber dann in dem Moment hat er nicht als Künstler agiert, sondern als Kurator und Vermittler. Mhm. Es ist natürlich klar, dass man diese Rollen wechseln kann. Ich habe auch nicht immer die gleiche Rolle. Also als mhm. Hochschullehrer habe ich eine andere Rolle, als ich sie jetzt gerade habe. Mhm. Und als Kommissionsmitglied in irgendeiner Berufungskommission habe ich wieder eine andere Funktion. Und das sind unterschiedliche Operationen. Und ich glaube, die muss man trennen. Und ich glaube, es ist gut, dass es unterschiedliche Akteure gibt im Feld mit unterschiedlichen Expertisen und unterschiedlichen Fähigkeiten. Ich kenne aus den Kunsthochschulen, es ist ein Chaos oft, wenn man die Künstlerinnen und Künstler selbst ihre Dinge aufbauen lässt. Sie streiten mhm. sich alle um den besten Platz und es gibt Tote und Verletzte. Okay.
bevor die Ausstellung steht. Also es ist ganz gut, wenn das jemand mit Autorität von außen macht. Okay, okay. Bevor wir jetzt die Diskussion zu Ihnen öffnen, noch ein kleiner Tipp, der mir sehr am Herzen liegt als Ex-Dramatogin und ehemalige Theaterwissenschaftsstudentin. Es gibt einen wunderbaren Text, der mir heute in den Sinn kam, von Heiner Müller, Bildbeschreibung, der im Prinzip diesen Vorgang des Bildbetrachtens, Schauens, in die Tiefe gehen, welche Welten hinter den Welten sich noch entzaubern, als einen dramatischen, geschlossenen Text erzählt, zeigt. Also der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber den will ich im Kontext dessen doch Ihnen mal ans Herz legen. Heiner Müller, Bildbeschreibung, glaube ich, ist mal spannend zu lesen. Mhm. Nehme ich gerne auf, den muss ich auch wieder mal tun. Ja. Jetzt, wo du sagst, weiß ich nicht mehr, was drinsteht. Aber ja, ich habe ihn mal gelesen. Also ich habe mich jetzt fast geärgert, ja, dass man das nicht quasi noch in diese Reihe als so Schlusspunkt oder Kontrapunkt setzt. Ja. Weil die Zeit jetzt etwas fortgeschritten ist, haben Sie denn Fragen an den Michael jetzt im Zuge der Vorträge? Ja, ich habe eine Frage. Die geht jetzt leider vom täglichen Nahesbetrieb und von Kuratoren und Ausstellungen ein bisschen ab. Und zwar bin ich an dem Satz hängen geblieben, Kunst ist nicht evident. Und also genauso gut kann man sagen, Kunst ist evident, das meine ich jetzt nicht. Sondern ich meine, was Sie damit besonders in dem Zusammenhang, wo Sie geredet haben, sagen wollen damit. Also was ich damit sagen wollte, ist, dass nur allein in der anschaulichen Begegnung von Werk und Betrachter sich nicht alles erschließt, was sich erschließen kann. Es ist sozusagen nicht alles auf der Vorderseite des Werkes gewissermaßen, sondern wenn ich Ihnen jetzt zum Beispiel sage, Van Gogh hat mit einem Auge immer nach Japan geschaut, ne? Und ich hätte Ihnen entsprechende Grafiken zeigen können, dann hätten Sie tatsächlich den Van Gogh dann anders gesehen und es wäre auch evident gewesen, so versuchte ich mich auf Wittgenstein zu beziehen, zu sagen, das sind nicht einfach so Importe, nicht Projektionen auf die Werke, sondern es ist, wie Wittgenstein sagt, das Aufleuchten eines essentiellen Aspektes des Werkes. Ne? Hätte ich ihn wirklich auch deswegen bedeutender gesehen? Hätte ich ihn deswegen bedeutender gesehen oder hätte ich ihn nicht nur wissender und redemächtig gesehen? Also ich will hier nicht die alte Diskussion zwischen natürlich sofort spontan Wissen und, also ich weiß auch Andreas Reckwitz und soziologischer Aufsatz und mir ist nicht unmittelbar evident und es braucht eine lange Übung, bis man sich alleine in diese Sprache reingefunden hat. Natürlich hat Kunst eine Sprache und die muss man lernen. Klar. Und trotzdem, denke ich, ist gerade bei Kunst mehr als bei Wissenschaft oder bei vielem anderen eine gewisse Evidenz Teil der Ästhetik. Mhm. Ja, also so gewendet stimme ich Ihnen sofort zu, weil im Grunde ist dann all das, was ein Werk ausmacht, was seine Sinndimensionen sind, ja trotzdem Teil des Werkes selbst. Ne? Insofern ist das dann wieder zu korrigieren, wenn ich sage, das trägt das nicht an der Oberfläche. Es ist umgekehrt trotzdem so, dass das alles sozusagen in der Form eingeschlossen ist. Das ist sozusagen das irgendwie komplex enigmatische von Kunstwerken, dass sie sozusagen dies sind und das auch noch, aber ich sehe nicht 10 Kunstwerke, sondern es ist immer nur eines. Insofern haben sie eine Evidenz, ne? Insofern als sie sozusagen alles in den Modus der Sichtbarkeit heben. Nur ist die Frage, was von dieser Evidenz sehe ich? Es ist eine Evidenz, die nicht voraussetzungslos realisiert werden kann. Es ist eine anspruchsvolle Evidenz und da hilft, da helfen Brücken, zusätzliches Wissen, Informationen und so weiter und so fort eine ganze Menge. Aber am Ende sollte natürlich die Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk in so einen Satz bündeln. So steht es zum Beispiel auch in den philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein, wo er sagt, jetzt habe ich es gesehen. Er sagt am Ende nicht, jetzt weiß ich es, sondern jetzt sehe ich es. Das heißt, wenn ich dann alles irgendwie durchgearbeitet habe, dann sehe ich es. Und das ist der Moment, das Moment der Evidenz. Der muss auch enorm lang, muss der da arbeiten, bis er zu diesem
endlich ein Satz kommt, jetzt habe ich dich gesehen. Das ja. ist ein Lebenswerk, klar. Ja. Und doch, was ich meine mit dem, wo ich einhake, ist, dass diese Rede von der Nicht-Evidenz der Kunst schafft natürlich enorm viele Arbeitsplätze. Und ob das nicht doch irgendwo auch, also ich sehne mich nach einer Widerständigkeit mhm. gegenüber dieser Mehrwertschaufel. Mhm. Und kann ich nachvollziehen. Man kann natürlich, jetzt hier, wenn ich ins Unterengadin kenne, man kann den Leuten sagen, ja, das ist alles enorm hintergründig. Oder man kann als Künstler auf der anderen Straßenplanke sagen, guck mal, es ist alles ganz einfach. Mhm. Meine ich jetzt so nicht, mir fällt noch nichts okay. anderes ein. Ja. Also das ist, dass ich gerade das Offensichtliche ja auch betonen kann. Mhm. Und nicht nur das Opake. Ja, sicher. Ja, und das ist ja, glaube ich, auch, würde ich sagen, sogar etwas, wenn ich sagte, die Kunst ist vielleicht eben dann doch unverzichtbar, auch in einer anthropologischen Hinsicht, dass eben all das, was an Weltauseinandersetzung in einem Kunstwerk liegen kann, all das, was an Selbstausdruck in einem Kunstwerk liegen kann, letztlich dann doch zu dieser sichtbaren Form wird. Ne? Und das ist natürlich sozusagen das Kunststück. Ne? Also sozusagen diese eine Form zu schaffen. Ne? So. Also ich verstehe sozusagen Ihren Widerstand, den habe ich auch. Und auf der anderen Seite weiß ich einfach aus zu vielen Erfahrungen, dass einfach die nackte Konfrontation von Werk und Betrachtung meistens nicht zu befriedigenden Ergebnissen führt. Und das ist übrigens nicht in der Gegenwartskunst schlimmer als früher. Das war meine nächste Frage. Gibt es da eine historische Entwicklung? Nein, also ein Renaissance-Gemälde, das sich auf neoplatonistisches Gedankengut bezieht, das irgendwie schwierigste Mythologien, wo sie Lexika benutzen, weil natürlich kennen wir vielleicht den Mythos von Ödipus, aber was alles in der Renaissance aufgefahren wurde an Wiedererweckung antiker Mythologie und so weiter und so fort. Sie sehen natürlich schöne Bilder, sie sehen sozusagen etwas, was in einer gewissen Art und Weise medial ihr Verständnis von Malerei spiegelt, und insofern haben sie den Eindruck, die Sache zu verstehen. Aber von der Thematik, um die es da geht, ist weniges so unzugänglich wie die Kunst zwischen 1450 und etwa 1700 oder so. Mit dieser unglaublichen Bildungslast. Ne? Das war eine elitäre Kunst für elitäre Betrachter. Und die sollten super informiert sein, um alle Anspielungen zu sehen. Gab es noch andere? Weil das war natürlich auch feudale, klerikale, also für ein sehr elitäres Publikum, da ist ja nicht der Scharfhörte gekommen, hat die Kunst geguckt. Nee, gab es auch andere Formen? Ja. Ja gut, es ist immer schwierig vor der Moderne von einem fixen und irgendwie ausdifferenzierten Kunstbegriff zu sprechen, weil da sozusagen andere Grenzverläufe sich abspielt. Natürlich gab es populäre Grafik, es gab natürlich auch Handwerkskunst in Anführungszeichen, es gab zum Beispiel die Votivkunst, also es gibt sozusagen das, was man vielleicht heute als naive Malerei bezeichnen würde. Das gibt es sicher auch, da müsste man nur im einzelnen Fall schauen, ob wir die wirklich so umstandslos einfach verstehen. Ich glaube, je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, desto mehr wird eben sichtbar, dass ohne ein Kontextwissen, ohne ein Wissen um die Umstände der Entstehung, auch die Sache selber schwer verständlich ist. Und das gilt vielleicht dann sogar auch für eine unscheinbare Gebrauchsgrafik. Aber da komme ich ein bisschen auf schwankendes Terrain, das will ich nicht zugeben. Also ich orientiere mich da natürlich schon an dem, was sozusagen sanktioniert worden ist als Museumskunst.